Hallo Leute, willkommen zur Folge 27. In dieser Folge werden wir jetzt erstmal ins Wasser diven gleich, weil wir Tintensäcke sammeln wollen und Wolle später noch, um hier eine richtig coole Wand zu bauen, eine schwarze Tintenwollwand. Genau, also uns ist das letzte Mal schon gelungen, hier erfolgreich das Portal zu machen. Und wir wollen jetzt aus diesen Dekorationsrezepten nehmen wir, was war das, das ist für schwarze Farbe, ne? Ja. Genau, wir wollen schwarze Wolle machen, hier einfach zack zack, jeden zweiten Block schwarze Wolle und das Feld, was dazwischen übrig bleibt, nehmen wir Glowstone, wenn wir dann später, okay, wenn wir später ins Portal gehen, holen wir Glowstone und da machen wir die übrigen Wandbereiche mit Glowstones zu und ich denke, dann wird es hier schon ein schönes Portalräumchen ergeben und deswegen sammeln wir jetzt erstmal Tintensäcke. Wey! Oh, man hat so ein richtiges Fallgefühl, finde ich. Ja. Richtig crank. Drüben, da schreit schon einer. Ich sehe da drüben einen. Der brillt uns an. Eigentlich ist da hinten, ist mir aufgefallen, da wo dieser kleine See ist, da habe ich letztens viel geangelt. Da sind übertrieben viele drin. Ich glaube, es ist im offenen Meer. Das ist gar nicht so krass. Mal schauen. Ich sehe jetzt, glaube ich, 7 Stück oder so, aber ist halt doof. Wenn wir die jetzt killen, dann müssen wir den Tintensack auffangen und so. Am besten von unten killen, oder? Ja. Voll traurig. Die wissen schon, was jetzt passiert. Sie wissen, was passiert. Ich glaube, ich gehe mal in diesen See. Ich kann den gar nicht schlagen, irgendwie. Hier, in welchem See bist du? Bist du mir nicht nachgekommen? Nee, ich da hinten. Ich schau mal. Also Richtung Base wieder, oder? Genau, also da wo unser Schienensystem Richtung Höhle runtergeht. Ja. In diesem Seebereich. Ich seh dich. Also hier sehe ich immer welche. Jetzt gerade wieder nicht. Läuft er einfach weg, die Werlin. Was ist auch so? Dunkel. Hier im Wald ist doch auch so ein Teich und da sind voll oft welche drin, so eingeklemmt. Boah, das ist ja echt. Ah, da. Okay, schon mal zwei. Aber ich habe auch gerade welche versucht zu killen im Wasser, es hat nicht hingehauen irgendwie. Vielleicht war ich zu doof, zu weit weg oder so. Und jetzt ein Tintensack gedroppt. Hast du ihn gekillt? Ja, ich habe schon zwei gekillt. Oh, jetzt habe ich Hunger. Schau mal. Oh, ich muss schnell essen. Erstmal geschwind was da. Schnell, what essen. So, was ist das hier? Sind das schon... Oh, Ink. Ink-Sack. Ist Ink-Sack ein Tintensack? Wo hast du das her? Ja, das ist das Richtige, ja. Okay, die droppen also auch dann ein bisschen mehr. Aber wo? Ah, da. Ich konnte gar keinen schlachten, als der unter Wasser war irgendwie. Ich sehe da vorne auch zwei schwimmen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen blöd für die Aufnahme. Ich glaube, wenn es ein bisschen dunkler wird, sieht man fast nichts mehr in der Aufnahme. Ja. Vielleicht unterbrechen wir einfach kurz und sammeln ein paar und dann geht's gleich weiter. Okay. Dann bis gleich, wenn wir 200 Tintensäcke gesammelt haben. Ciao. Yeah. So Leute, da sind wir wieder. Wir gucken uns gerade unser wunderschönes Holz da an. Es ist so schön. Und wieder mit seinem Erdehaufen. Sehr schön anzuschauen. So herrlich. Herbertlich. Wir haben jetzt so ein bisschen ohne Aufnahme gespielt. Das haben wir auch angesagt. Wir wollten ein bisschen Wolle sammeln und also beziehungsweise String, um Wolle zu machen. Und Tintensäcke. Das haben wir jetzt gemacht. Es wird vermutlich nicht ganz reichen. Ah, Killer, holst du. Ich bin gerade dabei, ja. Ich hole alles mit. Moment, ich habe alles dabei. String, also 4 String ergeben eine Wolle. Und dann müssen wir die Wolle nur noch in schwarz färben. Ja, wir haben extra für euch stundenlang bei uns in der Höhle gehockt und die Spinnen geschlachtet. Oh mein Gott. Gucke mal, du. Runde Spinne, wo kommst du? Oben. Natürlich, und wo denn sonst? Aber wieder mal 2 Strings. Hat sich minimal gelohnt. Ja. So, hier haben wir schon mal den Rand gesetzt, also so soll es später aussehen. Hier schwarze Wolle. Und ich hier soll dieser Lightstone. Heißt der überhaupt Lightstone? Nenne ich die ganze Zeit Lightstone. Ich weiß es gar nicht. Also wir dieser Leuchtstein halt. Ja. Lightstone. Ihr wisst, was wir meinen. Ihr wisst schon. Ich lauf mal kurz rein. Du bist verrückt, Junge! Lauf wieder raus. Sollen wir vielleicht noch kurz ins Bett, weil sonst bauen wir wieder im Ding knicknack, du weißt schon. Ja, und vor allem im Dorf. Hört's dann hoffentlich auf zu regnen. Ja, Regen ist scheiße. Buh. Regen macht so eine schlechte Stimmung. Und wir müssen oben noch etwas ausleuchten, damit da nichts mehr... Alter.
Und ich habe vorhin, wir waren am Spinnenspawner, um String zu sammeln. Und dabei ist eine Katze, ist vor mir rum gehüpft. Die habe ich aus Versehen abgeschlachtet. Es tut uns leid. Es tut schon weh, aber es muss einfach. Es ging nicht anders. Es tut so weh. Sonst wären wir auch gestorben. Braucht man irgendeine spezielle Axt, um diesen Lightstone abzuhacken in der Höllenwelt? Ich glaube, man braucht einfach nur irgendeine. Wir brauchen auch auf jeden Fall diesen roten Stein, weißt du? Den man anzünden kann, diesen Gehirnstein, den es da überall in Massen gibt. Gehirnstein? Ja. Ich war noch nie in der Höllenwelt so richtig unterwegs, also ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Was? Gehirnstein kann man einfach so abbauen. Ja, mit der Axt halt, ja, mit der Axt. Und dann kannst du den mitnehmen und der ist so pervers, man. Den können wir mit dem Feuerzeug anzünden. Den könnten wir hier natürlich auch verbauen, ne? Den Gehirnstein. Ja, warum nicht? Warum nicht? Soll ich mal in die Höllenwelt und ein bisschen, weil ich bin gerade untätig. Ja, gehen wir hin, gehen wir rein. Da kann ich auch irgendwas machen. Ja, wir gehen beide rein hier erkunden. Ja, genau. Wir können diese Schweinepriester da killen und dann kriegen wir Gold Nuggets. Echt? Ayo, komm rein. Komm, lass uns warten gehen. Komm rein. Komm. Ich schlag dich. Okay. Klar, jetzt habe ich auf einmal eine Schiene in der Hand. Direkt Gold, direkt Stein. Oh nein, da. Hast du auch diese komischen Baby-Sounds? Oder ist das ja, das sind diese Ghasts, oder wie die heißen. Siehst du das da unten? Dieser Geist? Ghast Ghost? Oh, er schießt. Vorsicht. Oh. Was für komische Laute, ey. Wenn du da einen schlachtest, so ein Schweinchen, dann kommen eigentlich direkt alle anderen auch gerannt, also Obacht. Ah, ja. Da unten ist der Geist, siehst du ihn? Hier. Ja. Okay, er ist weg. Da steht erstmal Glowstone, okay. Also nicht den Klotz direkt. Schon wie Glas. Wie ich darüber rede, als ob das was ganz Neues wäre. Für mich ist es halt was Neues. Wow. Das war gerade ein Mega-Lag. Schau es dir an, es ist Glaze. Und den kann man genauso zusammensetzen wie auch die Wolle. Oder liegt ganz auf dem Dach des Portals, ist noch ein bisschen was. Ja, wir haben ja genug, schau mal. Um unseren Spawn drumherum hier. Ich habe 35 jetzt. Okay. Ich mach hier die Ecke noch. Ah, das gibt's doch gar nicht. Die nerven hier, diese komischen Wachen. Ja, eigentlich musst du die gar nicht killen. Wenn du die überhaupt nicht schlägst, dann machen die nichts. Das war dann wohl mein Fehler. Okay. Ich will von dem roten Stein welchen mit, ne? Diesen Gehirnstein. Ah! Wir können uns ja hier irgendwann mal auch eine kleine Residenz aufbauen. Ja, auf jeden Fall. Und, das habe ich ja schon vorhin gesagt. Ich glaube, wenn wir uns jetzt hier nochmal ein Portal bauen und das anzünden, dann landen wir wieder irgendwo in der normalen Welt, aber von einer anderen Ausgangsposition. Da könnten wir dann auch. Aber erstmal bauen wir unsere Base. Nur ich. Mir kommt es vor, als ob bei uns viele Sachen, zum Beispiel gewisse Rohstoffe, tauchen selten bis gar nicht auf. Und ich glaube, Das hängt hier einfach mit der Dschungelumgebung zusammen. Das kann schon sein. Also wir haben auch keine Wölfe jetzt zum Beispiel. Wir wollten ja mal Wölfe haben, aber wir haben keine. Sehr selten. Oder einfach mal in diesem anderen Bereich der normalen Welt, wenn wir also hier jetzt noch ein Portal hinsetzen, könnten wir auch eine Farm oder sowas bauen. Weil auf dem Baumhaus eine Farm ist ein bisschen blöd. Aber so eine Farm und Plantage und so ein Kram. Auf jeden Fall, das wäre cool. Eine farmige Plantage. Ja, mit Farm. Mit Gedärmen und Ich glaube, wir haben jetzt genug Gehirnstein. Ja, ich habe jetzt ein Stack. Da bin ich bescheuert. Was denn? Wo ist denn? Ah, hier, 60. Neta. Rack. Okay, dann sollen wir wieder durchs Portal. Ajo, hier können wir später noch so mit normalem Stein vielleicht so ein Häusel drumherum bauen. Um unser Portal. Ah, du hast schon. Nee, ich wollte den Glowstone holen. Egal, lass doch, wir können da hier irgendwie, damit sieht man das besser, weißt du, weil die Welt ist auch riesig hier unten. Und ich hatte schon in früheren Versuchen Probleme gehabt, dann das Portal wieder zu finden auf anderen Maps und sowas. Ich würde eh sagen, wenn wir uns hier wirklich was aufbauen, dann machen wir einen anderen Boden. Was weiß ich zum Beispiel, was haben wir in Überfluss? Stein. Stein. Einfach so ein Steinweg und dann halt Wände ziehen und so ein Kram. Ja.
das hatten wir jetzt nicht vor, aber wir können ja schon mal ein bisschen machen. Gibt es hier irgendwelche Regeln? Ich glaub, man kann hier im Neta kein Wasser ausgießen, aber sonst geht alles, oder? Boah, also da fragst du den Falschen. Nothing. Ich bin Neta-Man. Also können wir alles mal austesten. Ja, wenn man Wasser ausgießt, ich glaube, oder ausleert, dann kommt, glaube ich, dann verpufft es einfach. Okay, ja, weil es einfach zu heiß ist wahrscheinlich. Ja, in der Höllenwelt. Aber diese Baby-Sounds, die sind wahrscheinlich nervig. Ja, wir müssen das killen, da unten schwebt's. Wir können das dann mal abknallen. Ah, zeig mir das mal, das habe ich vorhin nicht gesehen. Was schwebt da unten? Guck, pass auf, es ist jetzt halt gerade um die Ecke geflogen. Das ist so ein fetter weißer Geist. Das kann fliegen. Ja, ja, das fliegt und... Oh, er schießt, lauf, geh weg. Oh mein Gott. Oh, Scheiße, okay. Oh. Schnell, schnell. Warte, bau du eine Treppe hoch, ich komm dann. Mach du. Okay, Scheiße. Oh, oh, oh. Okay, also okay, das ist so ein fetter... Ich glaube, ich kann doch mit diesen Babylauten leben erstmal. Ja, wir brauchen nur Pfeil und Bogen. Ich glaube, mit zwei Schüssen ist das Ding schon down. Wir haben doch Pfeil und Bow. Pfeil und Toten, warte. Ich hab Pfeil und ein... Ein Bogen, ein Pfeil. Alter, der hat ein Goldschwert dabei, der Knecht. Boah, kill. Ich will das scheiß Goldschwert haben. Oh, wie hat's nicht fallen gelassen? Easy. Richtig, easy. Es kann sein, dass es zu einer Verzögerung kommt, mit jeden Tag ein Upload, weil ich, vielleicht hört man es ein bisschen, ich habe mich ein bisschen erkältet. Und es kann sein, dass wir es nicht ganz schaffen. Killer und ich gehen heute Abend noch in Battleship. Yay! Ins Kino. Und da kommt es darauf an, wie schnell der Upload ist, ob wir es heute noch schaffen, aber jetzt... 2-3 Stunden, früher oder später, kommt es jetzt, denke ich, hoffentlich auch noch an. Ja. Okay, sollen wir zurück? Ja, ich würde sagen, gehen wir zurück auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch keine Axt mehr, ich habe nichts mehr. Ich bin naked. Ich habe Brot. Brauchst du Brot? Oh, I got bread. Ich habe noch Fleisch. Oh. Okay, nein mit uns. Alter. Oh, was ist hier gerade eben passiert? Ist das das, was ich vorhin gesagt habe? Oh, Scheiße. Wir kommen nie wieder in unser Baumhaus zurück. Weißt du, wir sind jetzt... wir sind jetzt Trilliarden-Ki... Alter Jan. Wir kommen nie wieder zum... Verdammt. Okay, warte. Dann machen wir kurz Stopp, oder? Das ist ja pervers. So, wir müssen uns kurz sammeln. Liebe Zuschauer, es geht gleich weiter. Ciao. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Wir wissen immer noch nicht, was wir jetzt machen sollen. Also dadurch anscheinend, also Killer hat mir vorhin erzählt, dadurch, dass wir den Boden geändert haben. Also das glaube ich zumindest. Ah, eine Katze ist mitgekommen. So. Guck mal. Geil. Katze, weißt du, wie es nach Hause geht? Schau mich doch an. Verdammt. Auf jeden Fall, wir suchen gerade nach oben zu buddeln. Also da hinten stoßen wir aufs Meer. Da sind wir aber zu tief von der Oberfläche entfernt. Da würden wir ertrinken. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir hier eventuell hochkommen. Also, wir dachten uns auf jeden Fall, dass es schon... Oh, mehr. Okay, warte, aber ich komme hoch. Wir dachten uns, dass es jetzt auf jeden Fall spannend ist hier, ne? Wie wir jetzt die Welt wieder entdecken müssen und... Ah, okay. Kannst du hochkommen? Wenn die Katze nicht im Weg wäre, ja. Oh, Katze, du nervst. Ich bin wieder kurz davor. Dann geh erst wieder runter. Erschlagen. Warte, ich kann dir helfen. Weil das ist nicht hoch hier. Ich kann hier oben noch mehr Platz für dich machen. Also da langen zwei Blasen, um hochzukommen. Aber ich kann dir ein bisschen mehr Place machen hier, Moment. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen peinlich, dass wir jetzt hier voll in der Scheiße irgendwie gelandet sind. Aber auch spannend, dachten wir uns. Deswegen nehmen wir jetzt einfach weiter auf. Jetzt kannst du hochkommen. Jetzt musst du nur volle Pulle halt hochschwimmen. Ja. Ja, ich versuche gerade zu dem Zugang überhaupt zu kommen. Alter, die Katze. Ich würde sie so gerne erschlagen, aber das kann ich jetzt natürlich nicht machen vor der Kamera. Ich würde gerade schlagen. Schlag's doch einfach tot. Guckst du dir an, die hockt genau und versperrt mir den Weg. Warte mal, folgt sie dir oder mir? Was mache ich? Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg und versuche sie hinzusetzen. Nee, also mir folgt sie nicht. Also ja, warte,
Ich gehe einfach ein Stück weiter weg. Ich gehe aufs Land, weil hier ist. Hey, ich glaube, hier ist die Schafsinsel, ne? Ja, ich glaube, wir sind bei unserem Haus. Was? Ja, nicht weit. Ich glaube, wir sind bei der Schafsinsel. Ich hab's geschafft. Die Katze ist hinter mir. Ja, die ist bei mir. Die ist bei mir, die Katze. Hat sie sich geportet? Das Miststück. Ja. Das Miststück. Komm mal, kommst du raus? Ja, ich tauch gerade auf. So, ich sehe dich. Guck hier, hinter dir. Ich glaube, das ist die Schafsinsel hinter uns, ne? Oh, ja. Dann lass mal. Ach, guck mal, da ist unser Haus, okay? Siehst du, ist unser Haus? Ja, da vorne ist es. Jawohl, Leute, wir haben es geschafft. Alter, das war ein Schreck. Ich habe gedacht, wir landen jetzt irgendwie, weißt du, so ein Fußmarsch von 3 Stunden oder so. Ja, vor allem erstmal in die falsche Richtung. 3 Stunden woanders hin. Das heißt, wir dürfen das Portal jetzt erstmal nicht benutzen. Ja, vielleicht. Ja, oder? Ja, doch. Doch. Ich glaube, wir kommen jetzt immer da unten raus. Aber trotzdem würde ich das gerne mal testen, was passiert, wenn wir eben in der Höllenwelt nochmal ein Portal bauen. Aber das können wir dann irgendwann. Das machen wir dann irgendwann mal. So. Okay. Okay, das war jetzt ein bisschen aufregend und sowas. Aber jetzt läuft ja alles wieder. Unser Häuschen leuchtet uns entgegen. Herrlich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hoch. Wir haben ja jetzt unseren lichternden Stein dabei. Dann können wir die Wände ein bisschen weitermachen. Ja. Und dann müssen wir kurz. Ich glaube, ich habe jetzt nicht so genau auf die Uhr geguckt. Ich glaube, hier hochschwimmen geht am schnellsten, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber irgendwann müssen wir mal so einen Fahrstuhl bauen. Ich habe schon eine Idee, wie wir das. Wow. Wie wir das machen könnten. Okay. Ich bin mal gespannt, wie Battleship wird. Das ist wieder. Also die Vorschau ist auf jeden Fall mal Bombe. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich schon extrem. Drauf, man. Ich habe dir doch vor einem Monat oder sowas einen Trailer geschickt und da haben wir schon entschieden, dass wir auf jeden Fall reingehen müssen. Und jetzt ist es soweit. Ich freue mich schon übel. Junge. Übel. So, was habe ich denn dabei? Ich habe meinen roten Fetzstein dabei. So, wie machen wir jetzt unseren. Wie machen wir das jetzt? Zu einem Klotz. So. Ich will ganz kurz erstmal diesen brennenden Stein hier hinstellen irgendwo. Der ist nämlich so geil. Der Leuchtstein, der müsste genauso wie die Wolle auch. Ja, ja, ich hab schon. Ich auch. Meins. Dadurch, dass man 4 Stück braucht, ist es jetzt auch weniger, als wir dachten. Oder ich hab 9. Oder springen 4 Stück? Ich glaube, es springen immer 4 Stück raus. Ach so, ja, dann ist es ja egal. Mal schauen, vielleicht sieht es ja auch blöd aus. Also, das müssen wir jetzt einfach mal testen, wie es wirkt. Gerade eben sind 2 rausgesprungen. Scheiße, ich hab mich verbaut und musste abschlagen. Naja, es geht. Ich habe jetzt hier schon mal was hingebaut. Soll ja ein bisschen special, also außergewöhnlich aussehen, weil es ja ein Portalraum ist. Ja, super. Freaky, spacey, cranky, pissy, so ungefähr. Genau. Guck mal, soll ich vielleicht doch, um Ding zu sparen, guck mal, sollen wir hinten das hier hin machen? Schau mal. Gehirn? Ja. Ja, setz mal hin, dann schauen wir mal am Ende, wie das Endprodukt aussieht. Weil Gehirn kann man echt, wir sagen immer Gehirn, wir wissen gar nicht, Netherrack, ne? Ja, genau. Also, Leute, wenn wir Gehirn sagen, meinen wir das hier. Das kann man am besten abbauen eigentlich. Es geht sauschnell. Hast du noch was von dem lichternden Lichtstein? Nee, leider nicht. Jetzt habe ich mich hier auch verbaut, okay. Merke ich gerade. Hier sollte eigentlich nichts hin. Ja, genau, und da nicht. Okay, dann würde ich... Oh, hier habe ich mich auch ein bisschen. Also hier oben natürlich nicht. Schau mal, die Wolle hier in der Seite, ne? Die sieht man eigentlich nur von außen. Sollen wir die abbauen oder dran lassen? Welche Wolle? Die hier, guck mal, die Wollfäden an der Seite, die hier, ne? Wenn wir jetzt hier hinbauen, sieht man die ja von innen überhaupt nicht mehr. Sollen wir die einfach abbauen, damit wir Wolle sparen? Links und rechts. Ja, dann bauen wir sie ab, erstmal. Wir gucken mal, ob es von außen großartig auffällt. Ich denke schon, dass man, also man sieht halt nur noch die Seitendinge, aber das macht nichts. Oh, ich wollte... Was wolltest du machen? Ich wollte mich gerade an der Katze rächen und so gerade runterschubsen, aber die ist gerade ausgewichen. Ach, Katzen, ey, die gehen auf den Keks. Okay. Schlaue Katzen. Ah! Okay, dann würde ich sagen, mach ich mal einen kurzen Stopp und bis gleich in der nächsten Folge. Bis gleich, ciao.